Gerdes Miller. Ja. Verwirrtheitszustände, Werte sind in Ordnung. Was sehr auffällig ist, sie sagt die ganze Zeit den Namen Fiona. Kann ich nicht richtig deuten. Eins, zwei und rüber. So. Ich habe die ganzen Sachen schon abgemacht im Auto. Kann einmal mit Beinchen aufstellen, oder Frau Miller? Ich habe hier gerade noch den Kopf. Kannst du mal einmal rausziehen? Ich gebe sie mal zu mir. Fiona. So. Hallo erstmal, Moschkowitz. Ich bin die Ärztin hier. Können Sie mir irgendwas sagen, was passiert ist? Also meine Tochter hat mich vom Flughafen abgeholt. Ja. Viel kann ich leider gar nicht sagen, weil ich sie seit 2 Jahren gar nicht mehr gesehen habe. Entschuldigung, ich muss einmal hier an. Und sie war da schon sehr wackelig auf den Beinen und hat nach Kopfschmerzen hat sie von berichtet und immer nach einer Fiona gefragt. Und ja, sie hat mich auch gar nicht erkannt. Ja. Hat sie irgendwie Vorerkrankungen? Nein. Hat sie irgendwie Ihnen am Telefon gesagt, dass sie einen Unfall in den letzten Tagen hatte? Ist sie irgendwie? Nein, gar nichts. Aber das Problem ist auch einfach, dass ich meine Tochter seit 2 Jahren nicht mehr gesehen habe. Vor 3 Jahren ist sie zurück nach Deutschland gekommen. Als sie zehn war, sind wir nach Amerika ausgewandert. Und jetzt wollte sie zum Studium zurückkommen. Und ja, im letzten Jahr habe ich sie überhaupt nicht mehr so gut wie gesprochen auch. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt besuche ich sie, um zu gucken, wie es ihr geht. Und ja. Und Sie wissen gar nichts, ja, ob irgendwas passiert, Sie sind irgendwie gestürzt. Das muss ich auch fragen, ist irgendwie Alkohol ein Problem? Sind Drogen bekannt, dass Sie die regelmäßig nehmen? Nicht erschrecken, ich gehe an Ihr Ohr. Obwohl, Entschuldigung, ich muss einmal ganz kurz. Da fällt mir ein, sie hat gesagt, dass sie eine kleine Überraschung für uns hat und dass ich nicht böse auf sie sein soll. Bei der Patientin ist mir schnell klar geworden, dass wir keine weitere Zeit verlieren durften, da ihr Bewusstseinszustand recht schlecht war. Sie war kaum ansprechbar und ich konnte nach wie vor keine Ursache für ihre Beschwerden ausfindig machen, sodass hier weitere Diagnostik dringend angebracht war. Vielleicht hat sie im Studium irgendwas versemmelt, weil sie gesagt hat, wir sollen nicht böse sein. Oder vielleicht hat sie jetzt einen Freund oder einen Verlobten, den sie uns vorstellen möchte. Mhm. Kann es auch sein, vielleicht, wenn Sie sagen, sie hat Prüfungen, dass sie irgendwie leistungssteigernde Mittel genommen hat? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe sie seit 2 Jahren nicht gesehen und seit einem Jahr so gut wie gar nicht gesprochen. Okay, wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren. Zustand Ihrer Tochter ist ernst, das sehen Sie. Sie ist nicht ansprechbar. Ja. Wir müssten auf jeden Fall einmal Blut abnehmen. Ja. Wir müssen einmal Infektwerte sozusagen bestimmen. Dann werden wir ein CT des Schädels machen. Sie kann gestürzt sein, deswegen vielleicht hat sie eine Hirnblutung im schlimmsten Fall. Und wir müssen ganz wichtig einen Alkoholtest machen und auch ein Drogenscreening. Ich weiß, dass es für Sie jetzt total wahrscheinlich sich absurd anhört, aber wir müssen halt alles berücksichtigen. Ja, sie wiederholt auch immer Fiona. Kennen Sie das? Nee, kennen Sie keine Fiona? Nee. Mich hat ziemlich stutzig gemacht, dass die Patientin eigentlich immer nur einen Namen wiederholt hat, und zwar Fiona. Keiner von uns wusste jedoch, wer diese Fiona sein sollte, ob es nun eventuell eine Partnerin der Patientin gewesen war oder eventuell nur eine Freundin. Und wer Fiona tatsächlich war, das sollten wir erst später herausfinden. Mir macht ihr Zustand halt Sorgen, dass sie eben nicht adäquat antwortet und dass wir gar nicht wissen, was irgendwie passiert sein könnte. Ja, also wir müssen sozusagen jetzt in alle Richtungen schauen. Während Clarice untersucht wird, trifft am Empfang schon die nächste kleine Patientin ein. Taxifahrer Simon Bergmann bringt ein hustendes Baby in die Klinik, das von der Mutter in seinem Wagen zurückgelassen wurde. Sofort lässt das Team der Notaufnahme eine Kinderärztin informieren. Hallo. Moschkowitz, ich bin hier, die Ärztin. Kuckuck. Hi. Ja. Hallo, Mäuschen. Na? Du rufst mich, also. Ja. Ach, super, hi. Schön, dass du schon da bist. Ein bisschen kalte Hände hat sie, ne? Ich habe mein Bett mitgebracht. Hi. Super, perfekt. Ja, wir können leider auch noch nicht viel sagen. Ja. Paula Bach, ich bin hier. Bergmann, Kinderärztin. Das war ein bisschen Brot vergessen im Taxi, stell mal vor. Ja, einfach so. Na, wer bist du denn? Hm? Ist ja ganz freundlich, ne? Jetzt hat sie vorhin mal so ein bisschen gehustet. Was war denn das, ne? Genau? Na, also die Mutter kam mir ein bisschen orientierungslos vor. Okay. Sie hat das Geld auch fallen gelassen und sie hat das Geld gerade noch zusammen so gekratzt. Ja.
Dann habe ich der Polizei Bescheid gesagt, dass ich zur Klinik fahre auch. Die wissen Bescheid. Mhm. Okay, die sind informiert. Und das Baby war aber jetzt ganz gesund die ganze Zeit? Vor zwei Minuten hat es noch gehustet. Also als es hier war, nicht. Ja. Genau. Aber halt vorher. Okay. Wir dachten, es ist besser, du schaffst ja, schon. Genau. Ich guck's mir mal an, ne? Der Taxifahrer hat absolut richtig gehandelt. Er hat ja eben ganz plötzlich das Kind auf dem Rücksitz des Autos entdeckt. Es hat geschrien, es hat dann angefangen zu husten. Und da war es absolut richtig von ihm, direkt das nächste Krankenhaus anzufahren und das Kind eben hier vorzustellen. Denn es kann ja auch mal sein, dass ein Kind wirklich akut erkrankt ist oder dass die Mutter es vielleicht auch zurückgelassen hat, weil es erkrankt war. Also von daher war das absolut die richtige Entscheidung von ihm. Aber welche Mutter macht denn sowas? Ja, ich denke, dass sie vielleicht selbst irgendwelche Beschwerden hatte. Vielleicht. Ja, das ist schon ob sie wirklich absichtlich zurückgelassen hat, oder? Hm? Willst du mal ein bisschen bei uns bleiben? So lange, bis die Mama wieder gefunden ist? Ja, ne? Während die Polizei schon nach der Mutter sucht, nimmt Dr. Magda Kauderbach das kleine Mädchen mit auf die Kinderstation. Wenig später ist Studentin Clarice zurück aus der Radiologie und noch immer nicht ansprechbar. Ob, wie vermutet, eine Verletzung im Kopf hinter dem besorgniserregenden Zustand der 23-Jährigen steckt, zeigen nun die Bilder des Schädelscans. Sie können hier sehen, Sie haben hier das Gehirn sozusagen einmal so geschnitten, einmal in einer anderen Ebene. Ja. Was Sie hier sehen, sind die Leak-Räume. Das ist sozusagen die Hirnflüssigkeit. Eigentlich sind die Räume hier sehr schmal. Okay. Und die sind bei ihr ja jetzt sehr, sehen Sie hier, sehr verbreitert. In dem Befund, die Kollegen haben gesagt, es handelt sich um eine sogenannte Koloidzyste. Das ist einfach eine, müssen Sie sich vorstellen, wie eine Art Kugel, die sozusagen so abgekapselt ist. Und die führt bei ihrer Tochter dazu, dass die Hirnflüssigkeit, dass der Abfluss gestört ist und sie deswegen jetzt auch reduziertes Bewusstsein hat. Kann sie da wieder gesund werden? Oder das hört sich ja schrecklich an. Bei der Patientin war es ganz wichtig, sie so schnell wie möglich auf die Neurochirurgie zu verlegen und sie auch dann zu operieren, weil es immer die Gefahr gibt, dass der Hirndruck weiter ansteigt und dann das Gehirn schädigen kann, was auch eventuell irreversible Folgen haben kann. Ich würde sie dann auch rüber begleiten. Ja, ich würde sie nicht allein lassen. Ja. Oh. Das sieht aus, als ob Flüssigkeit aus der Brust kommt. Und zwar nicht nur aus einer, sondern aus beider. Relativ viel sogar. Ich muss das einmal aufmachen. Ja, was bedeutet das? Brustkrebs? Nee, davon würde ich jetzt erstmal nicht sprechen. Das kann viele Ursachen haben. Das war aber eben noch nicht, ne? Das kann damit zusammenhängen, dass der Hirndruck, wie gesagt, gesteigert ist. Und es gibt eine Drüse im Gehirn, das ist die Hirnanhangsdrüse, die Hypophyse. Die produziert ein Hormon, was die Milchproduktion in den Brüsten fördert. Das kann dann schon dadurch bedingt sein, dass Ihre Tochter im Moment einen erhöhten Hirndruck hat. Ja, das muss mit der Brust an sich gar nichts zu tun haben. Ah, okay. Das ist ein gutes Stichwort, Anna. Ich habe bei den Neuros angerufen. Die clustern einen Patienten, so können wir jetzt rüber. Super. Jetzt direkt nach. Ja. Also, ich weiß, dass es für Sie jetzt ganz schwer ist. Wir tun alles, dass wir schnell was Neues rausfinden. Wir bringen Sie jetzt schnell zur Neurochirurgie rüber. Ja, warten wir mal eben, bis sie. Und dann hat sie mir noch am Telefon gesagt, dass sie eine kleine Überraschung für mich hat. Ist aber, doch gut. Ja, aber ich soll nicht böse sein. Was für eine Überraschung, wo man nicht böse sein soll. Jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht will sie mir ihren neuen Freund vorstellen oder vielleicht gar sogar einen Verlobten. Oder vielleicht hat sie auch Probleme in der Uni, dass sie da irgendwie durchgerasselt ist. Ja. Also oder. Naja, sie sagt ja immer Fiona. Ich weiß nicht, vielleicht ist sie auch lesbisch oder mein Mann, der ist sehr konservativ und ach, der ist ganz fürchterlich in diesen Sachen. Ich ja nicht, ne? Aber er ist so, vielleicht hat sie sich auch das nicht getraut zu sagen, aber das hätte sie doch sagen können, dann wäre es vielleicht so weit gar nicht gekommen. Die 48-Jährige macht sich schwere Vorwürfe. Weil der Kontakt zu ihrer Tochter im vergangenen Jahr fast abgerissen war, weiß die Mutter nicht, was in deren Leben vor sich geht. Hilflos muss die besorgte Mama abwarten, bis Clarice nach überstandener OP endlich auf Station und ansprechbar ist. Doch auch jetzt kann die Studentin nicht erklären, was es mit der angekündigten Überraschung oder dem Namen Fiona auf sich hat. Was ist denn los? Was? Hallo, Frau Müller. Hallo. Sie ist total fertig und wir wissen überhaupt nicht, warum. Sie ist nur am Weinen. Haben Sie die Ergebnisse? Ja, ich habe Ergebnisse und die sind auch sehr erfreulich. Guck mal an, Frau Müller. Frau Müller, wollen Sie mal schauen? Und zwar,
Die OP ist sehr, sehr gut gelaufen. Und hier, das hatte ich Ihnen ja vorher gezeigt. Genau. Hier, also der Hirndruck ist ganz normal wieder. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ja, hier, gut. Also ich werde gleich nochmal. Das hatte ich Ihnen vorher gezeigt. Hier ist wieder ganz normal. Ja, es ist alles wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Sie müssen sich gar nicht solche Sorgen machen. Das ist wirklich prima gelaufen. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Gut. Hallo. Hallo. Ja, ganz kleinen Moment. Ich telefoniere gerade noch mit der Polizei. Ja, aber ich denke, es könnte gut sein, dass es gesucht ist. Ich melde mich ganz kurzfristig bei Ihnen zurück. Ja, bis dann. Guten Tag, hallo. Ich will mich erst mal vorstellen. Ich bin die Kinderärztin, ich bin Dr. Kauderbach. Und ich habe gerade mit der Polizei telefoniert. Haben Sie meine Tochter gefunden? Ich wollte Sie erst mal was fragen. Sie haben ja schon mehrfach immer gesagt, dass Sie die Fiona suchen. Das hatte mir meine Kollegin auch schon gesagt. Wer ist denn die Fiona? Das ist Ihre Tochter. Was ist denn jetzt mit Haben Sie dir? Denn vielleicht mal ein Foto von Ihrer Tochter? Da können Sie mir das mal zeigen. Wo ist denn meine Tasche? Da steht eine. Hier. Geht's ihr gut? Ich muss ja erst mal gucken. Ich würde gerne mal ein Foto sehen von Ihrer Tochter, ja? Tochter? Vielleicht klärt das dann ganz viel auf. Zeigen Sie mir erst mal bitte das mal. Ich hatte ja mit der Polizei telefoniert und die hat mir noch mal genau die Beschreibung des Taxifahrers durchgegeben. Klinikintern hatten wir uns ja natürlich auch schon besprochen, weil es war ja eben das Kind aufgefunden worden und wir hatten parallel dazu eine verwirrte Frau, die immer nach einer Fiona fragte und von daher hatten wir da schon so einen gewissen Verdacht. Ach, das ist die Kleine. Ach, guck. Die kommt mir doch das ist Ihre Tochter Fiona. Was ist mit ihr? Das ist Fiona. Die haben wir oben bei uns auf Station. Geht's ihr gut? Der geht es ganz, ganz gut. Die ist ganz munter, fidel, ist ganz gesund, hat schön gegessen, getrunken. Es geht ihr wunderbar. Dann müssen Sie vielleicht Ihrer Mama erst mal erzählen, was mit der Fiona ist. Ist das die Überraschung? Die kleine Überraschung, auf die ich nicht böse sein soll, Schatz? Das ist doch wunderbar. Ja, ich wollte. Das war mir halt so peinlich. Peinlich? Ich hab halt Typen kennengelernt. Der hat mich dann halt verarscht und ist dann abgehauen, als ich schwanger war. Der Papa sagt doch immer erst heiraten und dann Kinder. Und ach, Schatz, der Papa. Es tut mir so leid. Ich will wissen, was ich denn mache. Wir machen gar nichts. Das mache ich. Ich werde dem Papa das schon irgendwie verklickern. Und wenn er dich wieder sieht und die kleine Maus. Ach Gott, ist dieses. Ich bin Oma! Ja, dann wird alles gut. Dann ist dem Papa das auch total egal, ob du vorher geheiratet hast. Aber was für ein Schuft. Wie kann er dich denn da so alleine lassen? Ihr geht es gut. Ich muss auch gleich jetzt die Polizei noch mal anrufen und natürlich Bescheid sagen, dass Sie die gesuchte Mama sind. Denn der Taxifahrer, der hatte Sie ganz genau beschrieben und deshalb konnten wir Sie jetzt eben auch finden. Genau, wir müssen Ihnen noch erzählen, Ihre Tochter ist vom Taxifahrer in die Klinik gebracht worden. Ja, er hat ein Kind sozusagen im Taxi gefunden, wusste nicht, zu wem es gehört. Es hat gehustet wohl und dann hat er gedacht, er schaut am besten mal in der Klinik vorbei. Wie kann ich den vergessen haben? Ich meine, was ist denn das bitte gewesen in meinem Kopf? Da müssen Sie sich gar keinen Vorwurf machen. Ich bin voll die schlechte Mutter. Nein, sind Sie überhaupt nicht. Nein. Also, schauen Sie mal, Sie haben ja, wie gesagt, diese Zyste im Gehirn gehabt und die hat zu einem gesteigerten Hirndruck geführt. Das hat auch zu Ihren Symptomen geführt, dass Sie verwirrt waren, dass Sie nicht mehr ganz zurechnungsfähig waren. Ja, das lässt sich alles durch den Befund in Ihrem Schädel erklären. Das hat nichts damit zu tun, dass die Sie eine schlechte Mutter haben. Weggenommen, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Nein, wir werden das hat sich ja alles geklärt. Wir werden das mit der Polizei und dem Jugendamt alles entsprechend klären. Machen Sie sich darum bitte gar keine Sorgen. Dafür sind wir da, da kümmern wir uns drum. Okay. Das war doch keine Absicht. Frau Miller machte sich große Vorwürfe, dass sie eventuell eine schlechte Mutter sei und ihr Kind vernachlässigt habe. Ich habe ihr dann versucht klarzumachen, dass das überhaupt nicht ihre Schuld war, denn sie war sozusagen aufgrund dieser Koloidzyste nicht zurechnungsfähig. Sie müssen jetzt einfach ganz in Ruhe gesund werden. Mehr müssen Sie nicht tun. Das ist jetzt dein Job. Und wenn ich darf, wäre mein Job mal als frische Oma den Zwerg zu sehen. Ja, dann, wenn Sie damit einverstanden sind, dann könnte ich natürlich die Oma gerne mal mit nach oben nehmen. Ich würde auch noch mal mitkommen. Ich habe sie ja auch kennengelernt. Ich möchte auch noch mal schauen, ist das für Sie in Ordnung? Ja. Dann bleibe ich gleich mal nach oben. Dann kann die Oma ja vielleicht auch noch mal ein Foto machen und mit runterbringen. Ja. Genau. Und dann siehst du, dass es ihr gut geht. Die 23-Jährige durfte das Krankenhaus 2 Wochen später verlassen. Die junge Mutter hat sich vollständig von der Entfernung der Zyste erholt. Oma Daniela freut sich riesig über ihre Enkelin. Und auch der Opa kann es kaum erwarten, die Kleine kennenzulernen.